So, und ja, hier haben wir. Sehr schön. Wir quetschen bei den Jungen. Ich fürchte, wir haben einander auf dem falschen Fuß oder in deinem Fall auf der falschen Klaue erwischt. Haben wir das? Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Mona de Lafitte. Entzückt, vermute ich. Eigentlich verkehre ich nicht mit Gewöhnlichen wie dir. Da du mir wie eine Dame erscheinst, könnte ich erwägen, dir die Hand zu küssen. Aber aus deinem Geruch muss ich schließen, dass du eindeutig zur Masse der Ungewaschenen gehörst. Ach. Du bist aber ein unangenehmes Geschöpf. Du wärest auch unangenehm, wenn du erduldet hättest, was mir widerfahren ist. Was denn? Verrat mir doch deine Geschichte. Nun denn. Vor vielen Jahren erschuf mich Baronin von Kiefer in ihrer Werkstatt. Offenbar war es nach dem Tode des Barons einsam im Schloss geworden. Nach meiner Schöpfung wurde mir gestattet, in der Bibliothek zu residieren. Stundenlang pflegten die Baronin und ich angeregte Konversationen und in meiner Freizeit hatte ich uneingeschränkten Zugang zur von Kieferschen Bibliothek. Tagsüber bildete ich mich stundenlang fort und erfreute mich an literarischen Delikatessen wie jene von Shakespeare, Milton und Chaucer. Eine höchst vergnügliche Erfahrung. Warum bist du denn so zornig? Willst du meine Geschichte wirklich hören? Wenn du mir deine erzählst, erzähle ich dir meine. Nun denn. Vor vielen Jahren erschuf mich Baronin von Kiefer in ihrer Werkstatt. Offenbar war es nach dem Tode des Barons einsam im Schloss geworden. Nach meiner Schöpfung wurde mir gestattet, in der Bibliothek zu residieren. Stundenlang pflegten die Baronin und ich angeregte Konversationen und in meiner Freizeit hatte ich uneingeschränkten Zugang zur von Kieferschen Bibliothek. Tagsüber bildete ich mich stundenlang fort und erfreute mich an literarischen Delikatessen wie jene von Shakespeare, Milton und Chaucer. Eine höchst vergnügliche Erfahrung. Ich bin neugierig. Wie bist du auf dieser Brücke gelandet? Die Baronin beschloss, ein Kind zu bekommen. Ein Kind? Wer war denn sein Vater? Du? Nein! Sei versichert, dass kein Kind von mir so wie Shroudy würde. Und wenn es geschehen wäre, hätte ich es eigenhändig in den See geworfen. Das hätte deine Aussichten auf einen bester Papa der Weltkaffeebecher allerdings dramatisch gemindert. Tatsächlich weiß ich nicht, wer Shroudys Vater war. Eines Nachts verschwand die Baronin in ihrer Werkstatt. Es drangen seltsame Geräusche heraus und dann schrie plötzlich ein Kind. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was dort unten geschah. Bitte hör auf. Ich will es gar nicht wissen. Mach dich nicht lächerlich. Gut, ich wollte es mir auch nicht näher vorstellen. Die Baronin dieses Schlosses? Ja. Ehe Shroudy Schlossherr wurde, herrschte hier Lilith, Baronin von Kiefer. Also hab du und sie... Mach dich nicht lächerlich. Ich hab's ins Mal Zippern geklickt. Du scheinst Shroudy nicht besonders zu mögen. Himmel bewahre! Überhaupt nicht. Nach seiner Geburt waren meine ruhigen Tage in der Bibliothek gezählt. Er hielt mich für sein Spielzeug und hat mich ständig belästigt. Als er eines Tages schließlich versuchte, mich in ein Nachthemd der Baronin zu zwängen, fuhr ich ihn an, er solle es nie mehr wagen, mich anzufassen. Er lief plärrend zur Baronin und das war's. Seither frisst ich mein Dasein auf der Brücke. Warum bist du nach dem Verschwinden der Baronin nicht fortgezogen, wenn du Shroudy so verabscheut hast? Das müsstest gerade du wissen.
Wie du bin ich durch Zauberei an das Schloss gebunden und kann nicht einfach wegfliegen. Als Strafe dafür, dass ich ihren Sohn angefaucht habe, muss ich auf ewig hier draußen mit dem Schlüssel im Maul in der Kälte hocken. Warum gibst du uns den Schlüssel nicht einfach, wenn du Shroudy so verabscheust? Lass mich deinen Vorschlag abwägen. Nein, ich glaube nicht. Du bist so ein Armleuchter. Nun, dann gebe ich euch den Schlüssel wohl nicht, weil ich ein Armleuchter bin. Und jetzt husch! Zurück in euren Turm, ihr beiden. Macht es euch gemütlich, denn ohne den Schlüssel gelangt ihr nicht durch das Tor. Hatte ich übrigens erwähnt, dass Tor und Schlüssel verzaubert sind? Ihr könnt also niemals durch das Tor. Und den Schlüssel gebe ich euch nicht. Nenn mir den Preis für den Schlüssel. Jeden Preis. Da fällt mir tatsächlich etwas ein. Wenn ihr Edgar den Raben verscheucht, könnten wir über den Schlüssel reden. Nein, Edgar ist doch cool. Wieso magst du ihn nicht? Er ist ein Vogel. Er sitzt über mir. Ich bin eine Statue. Muss ich mehr sagen? Ach ja, und er zielt schlecht. Oder gut. Jedenfalls aus meiner Sicht. Er ist widerlich. Genau wie du. Vertreib ihn und dann könnte ich mir die Sache mit dem Schlüssel überlegen. Und so lange überlässt du mich jetzt bitte meinen Gedanken. Ach, so nennt ihr eingebildeten Typen also in der Nase pulen und sich den Hintern kratzen? Das wollte ich schon immer mal wissen. Das reicht. Rufus, wo ist dieser Rabe Edgar, den du erwähntest? Hast du denn nicht zugehört? Er sitzt über mir in einem Rabenhorst auf der Turmspitze. Und jetzt begib dich bitte wieder unter die Masse der Ungewaschenen, wo du hingehörst. Sitzt du eigentlich gern als Shroudys Lakai auf dieser Brücke? Nein, für Shroudy könnte ich genauso gut aus Stein sein. Der Witz ist so alt, um Rente zu kassieren. Bist du jetzt der König der Komödie oder was? Du solltest wissen, dass ich 32 Komödienbücher gelesen habe. Mir wird nachgesagt, dass ich erfrischend komisch und avantgardistisch sein kann. Verstehe. Und du hast dich dagegen entschieden. Genau. Und um deine Frage zu beantworten, diesmal ernsthaft. Ja, ernst bleiben bitte. Es geht nicht um meine Zufriedenheit. Vielmehr ist es eine Sache der Pflicht. Wir verzauberten Gargoyles sind stolz auf unsere Pflichten und darauf, sie gut zu erledigen. Im Gegensatz zu deinem Witzvortrag. Du hast außerordentliches Glück, dass ich auf diese Brücke gebannt bin. Andernfalls könntest du dich auf eine herbe Strafe gefasst machen. Deine Witze sind schon Strafe genug. Dürfte ich bitte den Schlüssel zum Rest des Schlosses haben? Kurz und bündig, nein. Im Gegensatz zu dir nehme ich meine Arbeit recht ernst. Ich habe keine Arbeit. Von welcher redest du? Hübsch auszusehen, zu duften und erst zu reden, wenn du angesprochen wirst. Mit einer Gehaltserhöhung wirst du wohl kaum rechnen können. Hey, hat dir niemand beigebracht, dass man über Tote nichts Schlechtes sagen soll? Du musst bewachsener Sohn einer... Eines, Meister Steinmetzes. Denk daran, wir brauchen den Schlüssel. Können wir dich irgendwie dazu überreden, uns den Schlüssel auszuhändigen? Mich deucht, es ist höchste Zeit zu gehen. Komisch, daran habe ich auch gerade gedacht. Ich mag den jetzt nicht. So. Die nehme ich mit.
sie würden zerfallen, wenn ich sie anfasste. Ich bewundere sie lieber aus der Ferne. Das ist Frederiks Futter. Eine Mischung aus getrockneten Früchten und öligen Nüssen. Alles, was eine Fledermaus braucht, um groß und stark zu werden. Sonnenblumenkerne, Mandeln und Erdnüsse, Trockenaprikosen und Bananen und ein paar übrig gebliebene Würmer aus der überaus wichtigen Klasse der Insekten. Auf der Flucht werden wir keine Zeit für Futterpausen haben. Wir sollten sie lieber mitnehmen. Achso, ich hab was vergessen. Jungs, schaut mal, wer wieder da ist. Der steile Zahn und der Pfortemeister. Was können wir euch antun, Leute? Wir haben Knabberzeug für euch. Trockenobst und Nüsse. Wie wäre es damit als Bezahlung für einen Gefallen? Trockenobst und Nüsse. Naja, okay, schmeiß rüber. Da, lasst sie euch schmecken. Wenn ihr aufgegessen habt, könntet ihr dann bitte das Wasser abstellen, das da drüben rausströmt? Ja, die sind lecker. Hey, Dino! Dreh mal dem Brunnen das Wasser ab. Dean Baby, alles klar? Oh, ich glaube, ich... Schau mal, Mona, das Wasser läuft nicht mehr. Naja, schätze, ihr beide werdet ihn nie mehr sein Lieblingslied trällern hören. Bats Amore. Schade. Er war richtig gut. Naja, freut mich, dass wir euch helfen konnten. Und danke für das Knabberzeug. Ciao, Bella. Hat doch wunderbar geklappt. Guten Abend. Wie heißt du? Ich heiße Ossi. Ich bin ein Springbrunnen. Ich glaube, ich bin... Wie war nochmal die Frage? Der Typ scheint noch was anderes als Wasser getrunken zu haben. Was machst du hier unten? Ich bin nur ein Träumer. Sitz hier rum und sehe die Welt vorbeiziehen, weißt du. Da sind Leute, die kommen und gehen. Und manchmal sehe ich Sachen. Und ich schreibe gerne Songs. Aber wie war nochmal mein Name? Du meintest, dass du Sachen siehst. Was denn so für welche? Meistens Typen auf der Folter. Und dann kommen vor Sonnenaufgang oft ein paar Leute vorbei und steigen in diese komischen Betten. Der eine ist so ein kurzes Bleichgesicht mit super mieser Laune. Und die andere ist so eine große schlanke Biene. Sieht eigentlich aus wie du. Weil ich es auch bin. Ich heiße Mona. Das kurze Bleichgesicht hält mich hier auf dem Schloss gefangen. Das ist aber gemein. Kann ich dir irgendwie helfen? Du sagtest, dass du manchmal Shroudy siehst. Tut er irgendetwas Bestimmtes, wenn er zu Bett geht? Tja, er hat immer mit dieser komischen Uhr an der Seite des Betts herumgespielt. Komische Uhr? Ja, er hat da ein paar Zahlen eingestellt. Vielleicht zur Erinnerung, damit er seine Pillen auch einwirft. Ich kenne mich mit den Pillen ganz gut aus. Wobei ich mich mit dem Einwerfen von Pillen noch viel besser auskenne. Ossi, verrätst du uns, welche Zahlen er einstellt? Ah ja, stimmt. Ich glaube, da waren drei, aber ich kenne nur zwei, die drei und die sieben. Und die sieben, die ist die letzte Zahl. Danke dir, Ossi. Du hast uns sehr geholfen. Danke, das wäre im Moment alles. Super, Mona! Der Sarg lässt sich öffnen! Ja, was
Fraudys Kissen. Ein Jammer, dass sein Besitzer nicht da liegt. Sonst würde ich ihn mit dem Kissen ersticken. Vergiss nicht, dass er schon tot ist, Mona. Na dann würde ich es ihm einfach an den Kopf hauen. In dem Fall solltest du hoffen, dass Shroudy kein Ersatzkissen hat. Sonst riskierst du eine ausgewachsene Kissenschlacht unter Vampiren. Da ich weiß, was für ein kleiner Perversling Shroudy ist, will ich eigentlich gar nicht wissen, was unter seinem Kissen ist. Mist, das ist ja nur die Zeitung. Du hattest mich schon richtig neugierig gemacht. Ein Exemplar der Draxivanischen Rundschau. Die Schlagzeilen lauten, vermisste örtliche Zeitungsjungen, noch immer keine Spuren. Gofford Falls United gegen die Vlad's Landing All Blacks heute Abend im Meisterschaftsspiel und Gofford Falls Bürgermeister Winton wird Misstrauensvotum voraussichtlich überstehen. Wenn das alles ist, nehmen wir mal mit. Die nehme ich mal mit. Vielleicht kann ich sie noch gebrauchen. Dein mächtiger Liebhaber hat offenbar Bilder von dir in Auftrag gegeben. Wie fühlst du dich dabei? Tut mir leid, ich konnte eben nicht sprechen. Mir war die Galle hochgekommen. Ich will nicht wissen, warum... Ja, fang doch so an den Gedanken, das ist schon... Okay, wir können uns verdanken, soweit ich noch weiß. Lass uns mal schauen, was da oben los ist. Ah, Edgar ist wach. Und er ist nüchtern. Nüchtern? Sicher? Oh, von hier sieht das aber ganz anders aus. Entschuldigen Sie, Herr Rabe, auf ein Wort. Klar, gerne. Ich heiße Mona. Wie lautet Ihr Name denn? Edgar. Und du kannst ruhig du zu mir sagen. Hey, ich hab dich doch schon mal gesehen. Bist du nicht das Mädel, das der Zwerg oben in den Turm gesperrt hat? Stimmt. Mein voller Name lautet Mona de Lafitte. Es freut mich, dich kennenzulernen. Ja, und leider hat Shroudy mich das letzte Jahr über im Schloss eingesperrt. Aber jetzt habe ich endlich eine Aussicht auf Freiheit. Shroudy ist heute umgebracht worden und wir haben seine Schreie über den ganzen See hallen hören. Er ist also tot? Hätte keinen besseren treffen können. Also gehört das Schloss jetzt dir? Mach dir keine Sorgen, ich bin bald weg. Ich baue unten in Gothwood Falls ein dauerhaftes Nest für mein Mädchen und mich. Aber sie heiratet mich erst, wenn das Nest fertig ist und ich mein Vermögen angehäuft habe. Bis dahin ist das hier meine Junggesellenbude. Ich komme nicht durch die Tür, direkt unter dir. Rufus, einer der Gargoyles, hat den Schlüssel, aber er gibt ihn uns nicht. Tja, ich würde dir gerne helfen, aber mit den Wasserspeiern habe ich wenig zu tun. Ich weiß nur, dass einer von ihnen immer hier raufbrüllt, wenn ich mein Geschäft verrichte. Oh. Naja, ich bin schließlich ein Vogel. Ich lasse halt ab und zu was fallen. Aber in letzter Zeit können sie eigentlich nicht meckern. Bin ein bisschen verstopft. Verstehe. Im Winter ist halt wenig Aas zu bekommen. Aber im Frühling wartet immer ein richtiges Festmahl auf mich.
dann werden die alten Rohre freigespült. Das ist gut zu wissen. Wie gefällt es dir auf Schloss War? Oh, ganz gut. Ich kann tun, wozu ich Lust habe, mit meinen Freunden abhängen, feiern und trinken und keiner stört mich. Aber ein bisschen abgeschnitten fühle ich mich hier draußen doch manchmal. In der Stadt konnte ich mein Football-Team sehen und ich habe mehr Klatsch mitgekriegt. Ein bisschen abgelegen ist das hier schon. Ich weiß genau, was du meinst. Man braucht den Anschluss an die Welt, muss die Verbindungen aufrechterhalten. Sobald ich erst wieder in Paris bin, wird das Leben wieder normal. Ah, na, ich drücke dir die Daumen. Wie gefällt es dir auf Schloss War? Oh, ganz gut. Ich kann tun, wozu ich Lust habe, mit meinen Freunden abhängen, feiern und trinken und keiner stört mich. Aber ein bisschen abgeschnitten fühle ich mich hier draußen doch manchmal. In der Stadt konnte ich mein Football-Team sehen und ich habe mehr Klatsch mitgekriegt. Ein bisschen abgelegen ist das hier schon. Ich weiß genau, was du meinst. Man braucht den Anschluss an die Welt, muss die Verbindungen aufrechterhalten. Sobald ich erst wieder in Paris bin, wird das Leben wieder normal. Ah, na, ich drücke dir die Daumen. Kennst du einen anderen Eingang zu diesem Schlossflügel? Leider nicht. Das Gemäuer ist fester versiegelt als... Naja, es ist jedenfalls fest versiegelt. Kurz vor eurer Ankunft ist der Zwerg herumgegangen und hat überall Schlösser und Riegel angebracht. Er hat fast alle Fenster des Flügels zugenagelt. Aus irgendeinem Grund wollte Shroudy wohl nicht, dass jemand, wahrscheinlich du, da reinkommt. Danke, das wäre im Moment alles. Eine antike, engelsgleiche Statue direkt an der Turmkante. Also das hat nicht geklappt. Ich bin jetzt zwar kräftiger als früher, aber ich kann sie nicht hinunterstoßen. Oh, das war wahrscheinlich nicht richtig. Warte, Mona! Rufus hockt nicht unter der Statue. Wenn du sie runterkippst, wird sie ihn verfehlen und die Steinmauer neben ihm treffen. Du hast recht. Wir müssen uns eine bessere Methode überlegen, um den Schlüssel von ihm zu bekommen. Das braucht kein Obst- und Nussknabberzeug. Das braucht kein Obst- und Nussknabberzeug. Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Ich hab eine Zeitung, vielleicht will ich Edgar lesen. Hallo, Simon.
Wow, du kannst doch nicht einfach Sachen verschenken. Was haben wir denn davon? Edgars Sachen hingen auf der Wäscheleine, fein säuberlich mit Wäscheklammern befestigt. Edgar, darf ich ein paar deiner Sachen für Frederik ausleihen? Er sollte sich etwas bedecken. Meinst du nicht auch? Hm. Ein Bad täte ihm besser als neue Klamotten. Wirf ihn doch in die Wanne. Ich schrubbe ihn dann schon ab. Ausgezeichnete Idee. Du wirst mir immer sympathischer. Habe ich hier kein Wörtchen mitzureden? Warte mal. Doch. Und das Wörtchen lautet? Nein! Zeitungsnachrichten herzlich egal. Lass uns Frederiks Früchte und Nüsse zermalmen. Stopp! Was machst du da? Mona, warte! Ruhig, Blut, Frederik. Das ist nur das Knabberzeug aus deinem Käfig. Ach ja, in dem Zusammenhang lasse ich dich dann wissen, wenn mein Herzschlag wieder einsetzt. Ich will nicht nach einem französischen, Haus voll Frauen niederer Moral riechen. Also, was ist falsche Flasche? Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Jetzt wieder beweglich, aber die Lotion ist verbraucht. Jetzt ist die Flasche leer. Ach nichts, wir haben gerade ja was zum Mund. Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Aber funktioniert noch. Das Ding ist so furchtbar. Ich kann nicht mal drüber reden. Oh, dieser Ort ist so grauenhaft. Oh, das Leiden der Menschheit. Ach, jetzt gibt's auch noch. Die Flasche ist leer. Ich könnte das herabtropfende Öl darin auffangen. Geschafft! Jetzt
lassen sich beide Scharniere wieder bewegen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, was da drin ist. Geschafft! Die Grube ist offen. Mann, stinkt das! Pfui! Da fliege ich nicht hinunter. Dieser Fluch hat unter anderem meinen Geruchssinn geschärft und was ich rieche, verbietet mir jegliche Annäherungsversuche. Ich würde nur darunter fliegen, wenn der bestialische Gestank irgendwie entfernt würde. Der ist sowas von widerlich. Mit Kadavern habe ich aber keine Schwierigkeiten. Das gibt sogar das beste Dörrfleisch. Ich glaube, noch eine Idee. Edgar, darf ich mir eine Wäscheklammer nehmen? Absolut nicht, junge Dame. Ich würde dir ja gern eine leihen, aber ich bin meilenweit hinter meinem Waschplan zurück. Meine Klamotten müffeln so stark, dass es selbst mich stört. Und das will etwas heißen. Oh ja, und ob? Also ich brauche sämtliche Wäscheleinen und Klammern und natürlich den Waschbottich, bis ich mit allem durch bin. Nein, davon halte ich nichts. Ich will nicht nach einem französischen, Haus voll Frauen niederer Moral riechen. Dazu passt kein Spielzeug, das Tiergeräusche von sich gibt. Dem sind die Zeitungsnachrichten herzlich egal. Entschuldigen Sie, Herr Rabe, auf ein Wort. Klar, gerne. Danke, das wäre im Moment alles. Die könnte noch nützlich sein, aber ich schleppe sie nicht herum. Kommt auf meinen geistigen Merkzettel. Eine unangezündete Fackel hilft mir hier nicht weiter.
Ich hab noch doch. Das ist doch ein cooler Muster, ne? Eine unangezündete Fackel hilft mir hier nicht weiter. Wenn's recht ist, würde ich mich ungern in Brand stecken. Ja, das ginge, wenn ich die Fackel anzünden müsste. Jetzt brauchen wir nur unsere paar hundert engsten Freunde mit Pflöcken und Mistgabeln und dann können wir das Schloss des örtlichen verrückten Wissenschaftlers stürmen. Lass dir bitte nächstes Mal ein besseres Klischee einfallen. Das sieht ja aus wie ein Haufen Leichen. Wie abstoßend. Da unten sind noch ein paar frische. Da ist noch Fleisch dran. Warum in Gottes Namen hat die Baronin hier Leichen weggeworfen? Jetzt wissen wir also, warum es so grässlich stinkt. Und das erklärt auch die Gerüchte über Besucher der Baronin, die das Schloss nie verlassen haben. Aber Mann, oh Mann, sie war schon eine echt kranke Hexe. Das stimmt. So, Roderick, aber runter mit dir. Geht's? Da unten stinkt so übel, dass ich nicht mal in die Nähe kann. Ich würde nur darunter fliegen, wenn der bestialische Gestank irgendwie entfernt würde. Der ist sowas von widerlich. Mit Kadavern habe ich aber keine Schwierigkeiten. Das gibt sogar das beste Dörrfleisch.